hat jetzt etwa 3 Stunden gewartet. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe keine Uhr. Ja. Und die Kirchenglocke, das ist auch für den Arsch. Weißt, die macht einfach bling, 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 bling. Und dann hast du keine Ahnung, was läuft. Meinst du, warum muss Leute mit so einer Hammer stechen? Können sie auch wenigstens Zeit da sagen, du Fotz? Ja. Weil ich heute einen Termin gehabt. Und ich brauche in den nächsten 2-3 Tagen einen Termin, damit ich am anderen von diesen Arschlöchern, die Angst und Gefängnis kannst du arbeiten. Nur weil ich schwarz gefahren bin und muss in das Gefängnis. Echt? Bringt es das? Ja. Wie viel Kohle ist es? Lustig. Hey, komm, Scheiße, die Schweiz tut das so auf. Wie viel Kohle ist es, was du nicht müsstest geben? Nein, nicht Kohle. Es sind Tage, wo ich in der Kiste nicht da bin. Ja, aber für wie viel Geld? Schwarz gefahren bin. Aber ab wie viel kommen sie und sagen sie jetzt genau? Jetzt etwa 50 Tage müsste ich in die Kiste, nur weil ich schwarz gefahren bin. Aber wie viel Kohle ist da? Es gibt keine Kohle. Für die nicht? Die haben das umgesetzt. Gefängnis. Aber wie viel ist kostet so ursprünglich? Kostet ihnen zwar mehr, aber... Ja, das weiss ich. Kannst du mir jetzt nicht antworten, ab wem muss man schiessen, dass man nicht wahrscheinlich muss glauben? Das ist. Sitzen. Du musst 125'000 Franken. Na, das ist eben gerade noch wichtig, ob es jetzt etwa so nach einem Lappen, nach einem Stutz irgendwie... Nein, das ist mehr. Überrechnen jeden Tag etwa Lappen 50. Und da ich 50 Tage habe, kannst du losrechnen. Nein, eben nicht. Ja, etwa 6'000 Stutz. Aber ich darf die gar nicht mehr zahlen, weil sie umgewandelt worden ist. Ja, das ist ja recht so. Ich würde ja eh... Ja, ist recht so. Ja, was? Könntest du die zahlen? Nein. Ja, muss ich Kiste nur, weil ich da in dem Arschloch drum schwarz gefahren bin. Machen wir ja jetzt auch nicht. Nein, das ist meine Scheisse, die ich habe. Ich weiss nicht, irgendwie... Was so? Ich bin dem Arschloch Drecks von LBZ-Wichsenverein, bin ich schwarz gefahren. Ja, ich weiss schon. Okay. Dann jetzt und verstanden. Wegen dem muss ich ins Gefängnis. Und zwar etwas länger als jeder, der seine Frau umgelassen hat. Ja. Nein, es ist so. Ja, ich weiss schon. Du holst mehr Kisten, als man einen umlässt. Nur wie schwarz fahrst in dem Arschloch! Ja, easy. Nein, es ist doch einfach so. Du musst einfach mehr Kisten. Und wenn du schwarz fährst, als wenn du irgendwie deine Frau umlässt. Ja gut, aber wenn es bei dir das Gefühl hätte, weißt du, so, dass du etwas vorhast in deinem Leben und dass du. Und du denen sagst, dass du in die Schule gehst oder schaffst oder irgend so. Nein, das ist ja. Und vergisst, dann machen sie es da nie. Doch, das könnt ihr doch nicht bringen. Das machen sie. Nein. Ich nehme 13-jährige Schülerin. Ja, aber die wollen dann nicht abhocken. Die können einfach Dinge, die wollen irgendwie in ein Nein machen. Ja. Und die Schweiz ist ein Faschenstaat. Die Schweiz ist ein Nazistaat. Stolz
dass das Schei auf jemanden gerührt haben, der auf die Rittrüstungen nicht kam. Sie also bewegen sich am Morgarten und finden das urgeil und haben das Gefühl, sie sagen, dass die mega neutrale Arschlochstaat macht das Militär, das es gar nicht braucht. Weil, zum Beispiel weißt, im Zweiten Weltkrieg haben sie das Militär irgendwelche arme Leute an die Grenze gesetzt. Mit einem Schießgewehr. Wegen der bösen Nazis. Die Nazis hätten gar nie etwas gemacht in der Schweiz. Wegen da der Schweiz, das kleine Schwein. Ja, und so. Hey komm, die Nazis hätten gar nie etwas gemacht. Weil sie haben ja den ganzen Kohle da gelockert. Und die Schweizer haben brav so gemacht. Sie haben ja den Judenstern gefunden. Ja. Und was? Und fuck off. Die Schweiz ist ein Arschlochstaat. Die Schweiz ist ein Nazi-Staat. Die Schweiz ist zum Kotzen. Oi, Kim. Die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Im Moment gegeben, weißt du? Ah, jetzt ist es schon in der Schweiz ein Nazi. Aber Gott, verdammt mal. Die Arschlöcher sind ja bloß nicht stolz auf sich. Wenn ein Locher von unten marschieren kann, wie will. Die Schweiz ist ein Fascholand, sagst du? Ja. Die Schweiz ist ein riesen Nazi-Land. Hey komm, die anderen im Zweiten Weltkrieg haben die kooperiert mit den anderen. Hey, die haben das geil gefunden. Weil sie genau gewusst haben, dass die Kohle von den Deutschen, die es den Juden abgehört. Ja, aber da kann ja dir am Arsch vorbeigehen. Also mir geht es am Arsch vorbei. Weil... Ja, aber das hat nichts mit meinem Leben jetzt im Moment zu tun. Mir hat es mit dem Leben zu tun, dass ich weiss, dass ich einfach... arschlochisiert wird, weil es ein Arschlochstaat ist. Sorry. Hey, sie machen... Hey, sie behandeln mich nur, weil ich Short gefahren bin. Weil ich ein Käschen geklaut habe im Kopf. behandeln sie mich... Ein Käschen? Ja, so ein Käschen. Hey, wegen dem muss ich 3 Tage in die Kiste. Ja. Hey, warte noch. Die behandeln mich nicht. Die behandeln mich wie der grösste Verbrecher, oder? Ja. Die wichsen uns. Hast du es wenigstens überkommen? Nein. Ich habe die Kohle nicht gehabt. Ja, hätte aber man klar, oder? Ja, aber sicher. Nein, klar, finde ich auch mies. Also, wenn schon, dann hätte ich gegeben. Ich habe Wieso das Käsli kostet 2,39 €? Was weiss ich? Nein, es ist gar nicht lustig im Fall. Ja, jetzt kommen einfach oder, 2 Sachen zusammen und dann gibt es ja, bei den Bullen ein Bild, oder? Ja, dann gibt es nur eine fette Strafe, oder? Ja, klar. Hey, aber das ist im Fall schon ein bisschen... Als Ladendieb oder als Schwarzfarbe behandelt sie heavier, als wenn du irgendwie deine Frau vergewaltigst und umbringst. Das ist denen von heute gerecht. Ich hasse die Farbe zeigen. Ah, die X-Ring. Was? Doch, schön. Ja. Finde ich auch schön. Hey, und das Tropik, das kommt mir auch langsam an. Weißt du, ich muss schon seit Ewigkeit keine Pissprobe mehr abgeben, oder? Aber am Anfang musste ich alle Woche hier irgendwie so ein blödes Fläschchen strollern. Und so. Und jetzt einfach plötzlich rühmen. Dann haben sie mir 160 Milligramm gegeben. Dann haben sie den Arzt gewechselt. Irgendeinen so einen blöden Dr. Schmidt. Und dann irgendwie einen anderen Doktor. Und dann nochmal einen Doktor. Und dann eben keine Pissprobe mehr. Dann haben sie mich 160 auf ich weiß nicht was oben gesetzt. Dann musste ich ins Röhrchen blasen. Hey, die Wichser wissen da noch was wollen. Voll durch. Und weißt du, im anderen, wo ich war, im Kotzl, ja,
Dort haben sie mir wenigstens mal nach ein paar Wochen wenigstens mitgegeben. Dass wir nicht jeden Tag müssen vorbeisimpeln müssen, oder? Aber die Arschlöcher, ja. Obwohl, ich muss sagen, das Tropin ist besser als die Zukunft. Die sind...